Hallo, heute möchte ich dir zeigen, wie du ein Muster strickst, nämlich das Kaffeebohnenmuster. Wichtig ist, dass deine Maschenanzahl durch 4 teilbar ist. Ich habe hier schon mal ein Stück vorgestrickt. Begonnen habe ich hier mit dem italienischen Maschenanschlag und habe ein Bündchen in 1-1-Rippenmuster gestrickt und dann auch direkt mit dem Kaffeebohnenmuster gestartet. Wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Das ist nämlich eigentlich ganz einfach. Alles, was du brauchst, sind rechte Maschen, linke Maschen und Umschläge. So, und nun starten wir auch gleich mit der ersten Runde. Und die ist die einfachste. Wir stricken 2 Maschen rechts und 2 Maschen links im Wechsel. So, das war die erste Runde. In der zweiten Runde stricken wir immer zwischen den rechten Maschen einen Umschlag. Also wir stricken eine Masche rechts, legen dann die Masche, den Faden einfach einmal über die Nadel, sodass sich hier ein Umschlag bildet und stricken wieder eine rechts. Dann wieder 2 Maschen links. Nun eine rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts, 2 Maschen links, eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. Auch das wiederholen wir wieder die ganze Runde. Eine Masche rechts, ein Umschlag, eine Masche rechts. 2 Maschen links.
Wir sind bei der dritten Runde angekommen und auch die ist wieder sehr einfach. Wir stricken einfach drei Maschen rechts. Eins, also der Umschlag wird auch rechts gestrickt. Zwei, drei. Und wieder zwei Maschen links. Drei Maschen rechts. Zwei Maschen links. Und auch das wiederholen wir die ganze Reihe. Nun kommen wir zur Runde 4. Das wird wohl die komplizierteste an dem ganzen Muster sein. In dem Fall heben wir einfach eine Masche zum Linksstricken ab. Der Faden bleibt hinter der Arbeit. Wir stricken zwei Maschen rechts. Und nun heben wir die abgehobene Masche hier ganz vom Anfang über die beiden, die wir gerade gestrickt haben, drüber. Und lassen sie fallen, damit wir wieder eine Masche weniger haben. Durch den Umschlag haben wir ja eine Masche zu viel auf der Nadel. Und damit sich hier dieser schöne Querfaden bildet, heben wir diese Masche wie zum Linksstricken ab, stricken die nächsten beiden Maschen einfach rechts und nehmen die abgehobene Masche über die beiden drüber und lassen sie fallen. Ich zeige es nochmal. Wir heben die Masche wie zum Linksstricken ab. Die erste rechte. Stricken zwei Maschen rechts. Nun heben wir die abgehobene Masche über die anderen beiden drüber und lassen sie fallen. Und auch das machen wir nun bis zum Ende der Runde. Und diese vier Runden, die wiederholen wir jetzt so lange, bis unser Schaft so hoch ist, wie wir ihn gerne hätten. Wir beenden dann den Schaft mit einer Runde 4, also mit der Runde, die wir gerade aufstricken. Und dann können wir mit der Ferse beginnen. Auch hier kannst du die Käppchenferse sehr gut einarbeiten. Wie die geht, verlinke ich dir nochmal oben. Ansonsten würde ich nach der Ferse einfach mit dem Muster weitermachen auf dem Oberfuß, also mit Nadel Nummer 2 und 3. Und auf dem Unterfuß, also auch da, wo wir die Ferse gestrickt haben, würde ich glatt rechts arbeiten. Ich hoffe, das Muster gefällt dir genauso gut wie mir und du hast jetzt sofort Lust bekommen, es auszuprobieren. Wenn ja, dann schreib mir doch mal in die Kommentare. Ansonsten gib dem Video gerne einen Daumen hoch
Und vergiss auf keinen Fall, den Kanal zu abonnieren, damit du immer auf dem Laufenden bleibst, wenn es neue Musterideen gibt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal.